Lagerhorste aus Kaiserlichen. Der steht da rum. Ach, da oben ist er. Gut. Naja, das spart mir den Weg nach Einsamkeit. Sieht aus, als hättet ihr keine Probleme gehabt. Ich habe das Feuer im Leuchtturm ausgelöscht. Und es hat auch schon Wirkung gezeigt. Die Eisläufer hat zur erwarteten Zeit nicht angelegt. Ohne den Leuchtturm wird die Eisläufer wohl die westliche Untiefe weit umfahren haben und an der Ostküste auf Grund gelaufen sein. Ach, da war es ja direkt. Meine Schwester Deja ist mit unseren Schwarzbluträubern am Wrack. Sie erwartet euch. Kehre zu. Abgeschlossen. Karte aktiviert. Zunge verknotet. Cool, da können wir von Haus Windstadt hinspringen. Dann sparen wir uns den Sumpf. Dafür haben wir Nebel. Ich habe einen Drachen gehört. Wenn der jetzt hier ankommt, habe ich echt einen Nerv. Cool, hier sind Fische drin. Ist ja geil. Ich glaube, ich habe da einfach mal Fische reingeschmissen. Die wachsen tatsächlich. Ich bin echt an den Vögeln hängen geblieben. Krass. Vögel mit Kollisionsabfrage. Frack, der Eisläufer entdeckt. Bread seems to be very popular, don't you think? It's all people ever seem to eat. Ich habe gehört, ihr habt ein Problem. Ja? Ihr habt das Feuer im Leuchtturm gelöscht, oder? Nö, aber anscheinend habe ich das Feuer gelöscht. Das war gute Arbeit. Deja ist im Frachtraum des Schiffs. Geht zwei Decks nach unten. Also gut. Achso, die gehören mir. Ich wollte sie schon auffressen. Ey, sag mal. Stirb, Nebel. Redet. Ich habe nicht geredet, ich habe geschrien. Der Nebel soll weg. Boah, die haben. Na gut, mit denen habe ich nichts am Hut. Warum habe ich eigentlich Mitleid mit den Kaiserlichen? Nieder mit dem Kaiserreich. Ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, heißt leck mich am Arsch. So. Wo ist die eine? Boah. Schlaf erschlagen werden, da habe ich auch keinen Bock zu. Ach, die ist weiter unten. Wie komm... Vorsichtig. Halt's mal. Wie komme ich jetzt weiter nach unten? Ah, so gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen mich hintergehen. Wenn die das tun, haben sie ein Problem.
Mein Bruder hat mir gesagt, dass ihr kommt. Ich soll euch geben, was ihr verdient. Dann teilen wir jetzt die Beute. Ha, leider ist die Beute schon weg. Aber ihr wart den Schwarzblütern eine große Hilfe. Ihr habt euch einen schnellen Tod verdient. Okay. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aua. 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 Notiz, schauen wir uns später an. Aua. Aua. Meine Fresse. Man haut nicht mit der Axt auf einen riesigen Werwolf ein. Er ist schon tot. Du brauchst ihn nicht angreifen. Ja, Werwolf-Talent verfügbar. Ich liebe das. So geil. Hammer. Looks from people wherever I go. I'm not sure if it's because they find me attractive or because they think I'm a little odd. Or both. Ich kann allen, die Skyrim haben und spielen und das auch immer noch spielen und Werwolf werden wollen, die Mod Moonlight Tales empfehlen. Daran stammt das übrigens. Die auch hier diese Perks und so, die man jetzt hier noch nehmen kann. Das ist einfach nur geil. Was gibt's denn hier oben noch? Nö, noch nicht. Okay. Da könnte ich sogar Drache mit beeinflussen. Das klingt doch nicht schlecht. Ich nehme das jetzt einfach mal. Um da nach oben zu kommen. Also hier lohnt sich das auf jeden Fall. Es sind keine Zivilisten in der Nähe. Es sind auch noch tote Seemänner hier, die ihre Herzen eh nicht mehr brauchen. Ach, danke, Sophia, dass du mir den Weg versperrst. Sophia. Sophia. Ja, hast du nur davon. Ja, das ist eine Attacke von meinem Viech. Wenn ich im Sprintmodus gehe und dann halt alle in meiner Bahn werden dann nach hinten geschleudert. Auch Sophia. So. Hier war, glaube ich, auch noch einer. Ne? Nee, gut. Sag mal, wo sind die jetzt alle? Haben sie sich das oben verschanzt und warten nur auf mich? Bis ich rausgehe? Ah, die könnten noch geflohen sein. Warte mal, hier liegt doch einer. Nimm ihn! Genau, friss seine Eier. Jom, 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 jom. Und seinen Arm gleich mit. So, da versucht sich einer im Bogen schießen. Ich sehe nur die Hälfte. Gut.
weiß nicht, was das bringt, aber es ist richtig geil. Ja, das war's aber auch schon. Ja, ich glaube, so 3 Stunden müssen reichen, um den Cooldown auszulösen. Jo. Hat ausgelöst. So, was ist das? Jetzt habe ich wieder Zugriff auf mein Inventar. Ich habe keinen Zugriff auf mein Inventar. Ich kann zwar Sachen looten, habe aber keinen Zugriff auf mein Inventar. Als Werwolf. Das ist wichtig zu wissen. Da, die Notiz, die brauche ich. Schwester, sobald ihr die Pakete bekommen habt, schickt sie mir zur Grotte des zerbrochenen Ruders. Der Schwachkopf, der unsere Arbeit am Leuchtturm erledigt hat, sollte bald darauf eintreffen. Sorgt dafür, dass man sich darum kümmert. Der Schwachkopf? Der Schwachkopf geht jetzt gleich baden. Ja, ich glaube, der kriegt einen normalen Tod. Beastform ist nicht drin. Bedeutet, Beastform ist immer noch im Cooldown. Mit anderen Worten, ich muss einen Tag warten, bis ich mich wieder verwandeln kann. Was ich natürlich auch machen kann, ist cheaten. In übertragenen Sinne. Was ich kann es beeinflussen. Wo sind das? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ach, Moonlight Hells ist ein Ring. Stimmt. Das ist immer noch die... Ich weiß nicht, ob sie es aktualisiert haben. Das ist immer noch die alte Mod, die hier drin hängt. Und Moonlight Hells war, wenn ich mich nicht irre, ein Ring. Glaube ich. Aber kann auch falsch sein. Ne, da ist er. So, ich denke mal, die haben es geupdatet, weil das ist... Ihr seht's ja. Ne, ich mache Exit. Es ist halt dann so, man muss dann weiterschalten und so. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Schon viel besser. Habe ich jetzt tatsächlich irgendwie... Schattenmantel... You double physical da. Ah. Kann ich wahrscheinlich auch nur einmal pro Tag machen. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Toll. Aber mein Schaden ist jetzt für 120 Sekunden gedoppelt. Das heißt, ich mache doppelten Damage. Bla 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 bla. Die Letztplatzierten sagen immer ganz gerne was. Och, das sieht so aus, als würde ich tatsächlich jetzt Grotte des zerbrochenen Ruders entdeckt. Als würde ich tatsächlich in der Ego-Perspektive rumschnüffeln. Auf Englisch hört sich das ja auch merkwürdig an, das Gebiet hier. Bezwinge Jarira.